Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder einschaltet. Heute spielen wir wieder Shadow of War. Und in der letzten Folge haben wir uns dem Ritual gewidmet. Und werden heute dementsprechend hier weiter bei Kanan machen. Also die Quest weitermachen, dementsprechend. Dazu gehen wir einmal auf Aufträge. Ja, die können wir leider noch nicht machen. Könnten wir schon. Aber dann würden wir die ganzen Aufträge nicht mehr machen können. Also fangen wir hier an. Die Kanan-Aufträge. Also, wir haben einmal eine in Gorgoroth. Gibt uns 20.000 EP. Und dann haben wir hier eine, gibt 21.000 EP. Da fangen wir doch am besten von unten an, oder? Einmal Schnellreise dahin und dann geht's los. Ja, diese Beschwörungsklamotte hier gefällt mir ziemlich gut bis jetzt. Teilweise ein bisschen eintönig. Ja, aber was soll man dazu sagen? Ist halt so, ja. Kann man sich mit abfinden, sagen wir es mal so. So, dann haben wir die Quest. Ist das die jetzt hier? Von Gulen und Grauks. Das wird die wahrscheinlich sein. Sehr wahrscheinlich. Wie kommt man denn jetzt am besten dahin? Und wo sind wir überhaupt? Wisst ihr was? Wir reisen einfach mal eben kurz hier hin. Und dann düsen wir geradeaus rüber. Sorgs Gefolgsmänner machen sich in Mordor breit. Und wir werden sie finden. Sie alle. Ja, jetzt müsste man natürlich mal einen Drachen beschwören können. Ne? Da kann man da mal eben so hinfliegen in der Richtung. Da können wir eigentlich mal kurz reinschauen. Und zwar Fähigkeitenmenü ist das Ganze gewesen. Drachenreiter. Ja, halte E gedrückt, um einen Drachen, gebrochenen Drachen zu erobern. Dein Drache kann selbst dann Feuerbälle speien, wenn deine Macht nicht voll ist. Das ist das Ganze aber auch nicht. Das ist es gewesen, genau. Ein Drachenlied. Schließe Kanan-Aufträge ab. Dann können wir irgendwann einen Drachen beschwören. Das klingt doch gar nicht mal so schlecht. Also müssen wir uns hier leider noch ein bisschen rumquälen mit den Aufträgen. Was heißt rumquälen, ne? Also ist jetzt, so ist es natürlich jetzt auch nicht gemeint, ne? So. Ich laufe mir aber heute auch wieder eins zusammen hier. Lauf doch nicht weg. Ich will doch auf dir drauf. So, jetzt geht's ein bisschen schneller. Weiter links. Oh, da kloppen sich auch zwei. Die ignorieren wir einfach mal. Denn heute konzentrieren wir uns komplett auf die Kanan-Missionen. Dass wir hier dementsprechend mal ein bisschen vorankommen. So, mein Guter. Schön, dass du mir gedient hast. Ey, was ist denn hier los? So, von Gulen und Grauks. Sorgs Kult lässt weiterhin die Toten nun wieder auferstehen. Doch dies macht die Gule auf sie aufmerksam. Setzen dem Ganzen gemeinsam mit Kanan ein Ende. Das Ganze gibt schon 20.000 EP und 700 an Währung. Ja. Die Brüder der Verderbnis erwecken ihre Toten. Eile. Ja, nice. So, jetzt geht's los. Darf ich? Ja, jetzt geht's. Okay. Der Gestank des Todes umgibt uns. Eine Meute von Ghulen erhebt sich und wütet. So wie sie sich erheben, 1800? So sollen sie auch fallen. Entflieht der Verderbnis! Entflieht dem Unheil! Talion, wir müssen die Ghul-Hügel zerstören. Nur dann werden sie nachlassen. Okay. Dann machen wir das Ganze doch. Hallo, Freunde. Da ist schon was los hier, ne? Also vorhin stand da, ich soll E drücken.
Ja, dann wird der Ganze gereinigt. Müssen wir jetzt da runter oder geht das Ganze auch so? Was sagt er? Wir müssen die Nester, glaube ich, wegmachen, ne? Wie machen wir das Ganze denn? Ah, okay. Da ist auch noch ein Nest. So, dann haben wir die schon mal so weit im Griff jetzt. Untot macht diesen Ork faulig. Halte E gedrückt, um das Totem zu reinigen. So, jetzt drücke ich E. Und nichts passiert. Na gut, machen wir das Ganze so. Wie, das war's doch jetzt, oder? Ja, wollte schon sagen. Dann gehen wir jetzt hier rüber zu der... zu 700 Meter, ja? Zum nächsten Ziel. Mein Gott, der ist aber auch schwerfällig. Da oben will ich jetzt durch. Genau da. Okay, runter will er nicht mehr. Er will nur noch hoch, okay. Na gut. Ich wollte ja eigentlich da durch das Fenster gehen, aber... Ach, Menno. Alte Spaßbremse. So, dann gehen wir mal weiter hier vorne hin. Das Ritual betäubt sie. Erzürnt sie. Setze ihm ein Ende. Wir können ihm nur ein Ende setzen, wenn wir an diesen Ghulen vorbeikommen. Dein Fleisch nährt Mordor. Wir müssen abschneiden, um die Totems zu reinigen. Ja, das Problem ist nur die Ghule hier, ne? Wo kommen die denn? Ach, lass mich doch mal absteigen. Dankeschön. So. Dann übernehmen wir das mal schnell. So, dann direkt zum nächsten hier. Keine Müdigkeit vortäuschen. Du verlässt die Auftragsgegend. Müsste die Auftragsgegend größer machen. So, da haben wir auch noch Ghulnest. Ja, ich habe gemerkt, die muss man direkt ein bisschen eindämmen. Dann hat man ein bisschen Ruhe wenigstens. Wieso darf ich keine Hinrichtung machen an denen? Sehr ärgerlich. Zerstöre Ghoul-Hügel. Ja, ob wir das noch hinkriegen. Ich hoffe, sie sind hier noch soweit richtig. Aber wo sollen wir sonst hin? Ghoul-Nest. Jetzt brauchen wir noch 4. Da ist noch eins. Ja, ich denke mal, hier wird es wohl mehr als genug geben. Wo kommen die denn her? Da. Okay. Jetzt brauchen wir noch 2. Hier ist noch eins. Noch eins. Dann haben wir es soweit geschafft. Guck mal, wieder nicht durch, ne? Das ist auch wieder so eine Sache. Nehmen wir einfach das gute Ding hier. So, dann sind wir nämlich hier auch auf der sicheren Seite. Jetzt den letzten Schrein nochmal gereinigt. Dann haben wir es. Noch ein bisschen Verstärkung ran.
wird aber lustig jetzt hier. Komm, steig ab da, Kollege. Dieses Absteigen und alles, das dauert alles viel zu lange. So, da werden wir, glaube ich, nicht viel machen können. Da müssen wir erstmal die Ghule ausschalten. Oder? Na, nein, brauchen wir doch nicht. Auftrag abgeschlossen. 20.000 EP, 1.000 an Währung. Zerstörte Ghoul-Hügel, ja? Okay. Diese Nekromanten werden nicht einlassen, bis alle Toten Mordors erweckt wurden. Eine Armee so stark wie die unsere. So, dann haben wir die Quest nämlich auch soweit. Dann konzentrieren wir uns direkt auf die nächste, und zwar Aufträge. Haben wir da kurz drauf gegangen. Dann hier, Kanan-Aufträge. Genau, da möchte ich bitte einmal hin. Ja, das müsste Cirit Ungol. Aha. So. Ein Nekromant allein ist gefährlich, aber mit vielen, er könnte eine Armee erschaffen. Da 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 da. So, wir können. Können wir da jetzt echt nicht schnell hinreisen, oder was? Das ging doch sonst immer, oder? Genau, die. Die hätte ich gerne einmal. Zeigen wir uns mal die Gebietskarte an, genau. Bogenschützen, da haben wir sie. Dann machen wir das Ganze so und reisen einfach mal. Die Schnellreise ist nicht verfügbar, steht hier gerade. Ja gut, deshalb geht das Ganze nicht. Das ist bestimmt, weil wir noch im Kampf sind, oder? Ja, hier sind wir auch empfindlich hier, du. Eieiei. Das liegt bestimmt daran, dass wir auf den drauf sitzen, oder? Dass man da immer so Unterschiede macht, verstehe ich gar nicht. Aufträge. Darin liegt es bestimmt, oder? Nein, auch nicht. Wieso dürfen wir jetzt da hier nicht schnell reisen? Was soll denn das? Die Schnellreise ist nicht verfügbar. Okay. Dann nehmen wir mal unsere Gebietskarte. Halleluja. Halleluja. Schnellreise nicht verfügbar. Okay. Deshalb wollen wir uns jetzt hier in dem Gebiet hier aufhalten, oder was? Ja, dann holen wir uns den direkt, wenn wir einmal hier sind. Da müssen wir einfach mal ein bisschen abschwenken jetzt gerade. Weil wir brauchen die Schnellreise, um da dementsprechend hinzukommen. Das geht leider nicht anders. Fange besser an. Die Flügel des Waldläufers erheben ihn in die Luft. Hocklig. Zu welchem Preis? Für jene in seinem Umfeld und für ihn selbst. Die Zeit ist gekommen, die Schuld zu begleichen. Der Tod fliegt heran und seine Augen richten sich geradewegs auf dich. Aha. So, jetzt, dann komm mal her, Kollege. Ah, komm schon. Okay, da bin ich gerade ein bisschen viel hier. Thank you.
Ich weiß gar nicht, ob wir den überhaupt übernehmen wollen. Ach, wisst ihr was? Komm, den rekrutieren wir eben. Dann ist er schon mal weg. Für mich weiterkämpfen, dann kannst du hier direkt ein bisschen aufräumen. Kannst du zeigen, was du drauf hast, Kollege. So. Wo willst du denn hin? Spring doch nicht runter. Können wir doch das auch direkt machen. Ja, wir werden jetzt halt ein bisschen vom Weg abgelenkt, als das, was eigentlich geplant gewesen ist. Mal sehen, wie schnell und leise du dich ganz allein wiederfindest. Aber hey, dann nehmen wir das mal eben mit hier und dann ist das auch erledigt. So, im Schleichen getötete Feinde. Okay. So war das nicht gedacht. Ja, wir scheinen auf jeden Fall unsichtbar für ihn zu sein. Ich weiß, dass ich was gehört habe. Ach, ehrlich jetzt? Ah, dieser blöde Graub da oben, der versaut natürlich jetzt auch alles ein bisschen. Ja, das wird nichts. Wenn das so weitergeht, wird das nichts. Nicht in dieser Weise. Vielleicht kriegen wir nochmal so zwei, drei Leute ran. Ja, zählt das auch alles hier? Ja, nice. Wunderbar. So, Norsko, dann komm mal her, du Kollege da. Du kleiner Ork. Wenn ich mich recht entsinne, hast du früher gerne Uruks mit Pfeilen erlegt. Jetzt kannst du endlich mal selbst erleben, wie sich das anfühlt. Ich glaube eher, dass du das, glaube ich, jetzt mal so ein bisschen abkriegst, Kollege. Ja, die gibt's doch gar nicht. Ja, komm schon. Jetzt gib ihm nochmal den Finish-Schlag hier. Na also. So, kannst gleich für uns kämpfen. Platz haben wir eh. Es ist mir eine Ehre. An irgendjemanden erinnert er mich. Hm. Komisch. So, kannst für mich weiterkämpfen, kannst gleich hier bleiben, kannst du Gas geben. So, 1500 EP. Wunderbar. Schließen. Moment mal, was haben wir denn da? Wer ist das denn hier? Hallo? Ja, hallo! Kannst gleich zu uns kommen. Golem! Ja, kannst dann gleich hier weiterkämpfen. Ich schütze dich. So, dann zeig mal, was du drauf hast. So, wie sieht es denn jetzt mal aus mit Schnellreisen hier? Das muss doch irgendwie funktionieren jetzt hier. Und warum geht das Ganze nicht? Das finde ich doch schon wieder ein bisschen kaki. Ja, nennen wir das Ganze mal so. Aufträge. Ach, jetzt dürfen wir. Okay, gut, dann Schnellreise. Möchtest du dieses Gebiet per Schnellreise aufsuchen? Ja, bitte. Ja, leider Bildschirm des Todes. Gesundheit regeneriert. Aha, bla 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 bla. Hab ich jetzt gar nicht gesehen. So, hier sind wir soweit im neuen Gebiet angekommen. Aber Freunde, ich muss euch leider sagen, das war's auch schon mit dieser Folge.
Schaltet in der nächsten Folge wieder ein, wenn ihr Bock habt. Dann werden wir die Kanon-Aufträge dementsprechend weiterführen und uns da wirklich explizit da mal ein bisschen dranhängen. Ich hoffe, ihr hattet soweit Spaß. Hinterlasst gerne einen Kommentar, wenn ihr mögt. Ja, oder ein Däumchen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, natürlich ein Däumchen nach unten. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Haut rein.